Promi-Geflüster, eine weitere ESC-Ausgabe, wenn ihr richtig gezählt habt, genau, dann sind es 6 und 6 Teilnehmer stellen sich natürlich der Jury am 4. März für den ESC-Vorentscheid und die 6. im Bund, die noch fällt, ist Emily Roberts. Und hallo. Sie ist schon im Hintergrund, aber bevor es losgeht, will ich eigentlich euch erstmal ganz kurz nochmal erklären. Ihr habt noch bis Freitag, bis kurz vor Sendung eigentlich, glaube ich, noch Zeit abzustimmen für euren Favoriten. Dazu ganz normal Eurovision.de aufrufen. So, jetzt geht bei mir natürlich hier nochmal immer noch nebenbei was anderes los. Dann Online-Voting, Vorentscheid ist gestartet. Dann kommen hier unten eure Radiostationen. Da, wo ihr zu Hause seid, am besten, jetzt bei mir ist es jetzt beispielsweise Baden-Württemberg, SWR3. Dann kommt hier, jetzt geht's los. Dann muss man hier mal noch den kleinen Film anschauen. Die 1 Minute 40, da werden alle Titel mal kurz angeteasert. Ich hoffe, das können wir mal kurz überspringen. Und dann danach kommen die ganzen 6 Teilnehmer und dann könnt ihr voten. Ich zeige es dann gleich nochmal, wenn es soweit ist. Genau, richtig, für die Emily Roberts. Und jetzt hole ich sie mal dazu. Halli, hallo, sie ist schon hier bei uns. Hallo. Grüße dich. Hi. Ja, jetzt in der Woche vor der Live-Sendung, also so mittendrin. Ihr seid kräftig am Proben, oder? Ich wollte gerade sagen, wir sind ja schon 2 Tage vor der Live-Sendung. Genau. Heute war erste Probe auf der Bühne. So aufregend, sage ich dir. Aber, noch ist alles locker, oder? Nee. Die Aufregung kommt ja später dann, wenn es soweit losgeht, oder? Aber weißt du, das ist so toll, wenn man so beschäftigt mit der Vorbereitung ist. Mhm. Dann kommt natürlich diese Aufregung auch immer in so einem Schwall, weil du merkst so, oh krass, das mache ich gerade. Oh, so sieht das Freitag aus, so sieht das Freitag aus. Man ist ja gedanklich schon die ganze Zeit bei Freitag, weil wir uns nur dafür jetzt gerade vorbereiten. Aber du siehst auch, wie alles so Form annimmt und so zusammenkommt. Und das erleichtert einen auch total, weil jetzt weiß ich so, wie es aussehen wird. Und es wird nämlich total schön aussehen. Und dann kann man sich so ein bisschen mehr zurücklehnen noch. Das glaube ich dann, ganz genau. Dein Titel heißt ganz einfach Soap, Seife. Mhm. Lebensfroh, wie steht es da drin bei dir in der Ankündigung? Wir lächeln uns durch den Schmerz und tanzen dazu. Kann natürlich mit der Seife ein bisschen rutschig werden, oder? Das war auch so rutschig. Im Musikvideo war ich ja auch in so einem Truck, der hinten mit Seife gefüllt war. Und das war eine rutschige Angelegenheit. Auch dort lächelt man sich durch. Genau, aber ich sehe ja das Video, wenn ich so gesehen habe, ihr seid ja deswegen ja sogar in die USA geflogen, oder? Ja, ich war tatsächlich sowieso, was heißt sowieso, das war mit ein Grund, aber es gab dann für mich einen ganzen Haufen Gründe zu fahren. Und dann hat man gesagt, so, wir machen jetzt alles dort. Mhm. Und wir haben sogar noch ein Video da gedreht, das kommt am 1. April raus. Okay, das ist dann der nächste Song dann, wenn es alles wieder vorbei oder übernächste dann. Okay. Wir hauen raus jetzt. Genau, jetzt bin ich gleich hier da mit dem kleinen Video durch. Ich bin ja immer noch dabei beim Voten. So, wenn wir das dann hoffentlich durch haben. Kollege Malik Harris wird jetzt gerade noch gezeigt. Dann ist es freigeschaltet. Dann müsste eigentlich, genau, wenn es rum ist. Ich habe schon mal gemacht. Genau. Da so, ist er. Jetzt weiter. Genau. Dann kommen hier die ganzen Kandidaten, die dabei sind. Genau. Und dann klickst du mal genau da auf das helle Bild drauf. Mhm. Genau. So. Und ab dafür. Na, jetzt muss man noch den Code eingeben. Noch. Den machen wir doch gleich noch. Nur den Code, aber man braucht keine E-Mail-Adresse oder so. Das so ist es, genau. Angenehm, ne? Dann haben wir hier noch und senden. Na, also, bitte. Ne? Dankeschön. Wenn das nicht funktioniert, dann weiß ich auch nicht. Jetzt ist es ja besiegelt. Richtig, so ist es. mein,
Meine Stimme heißt die. Ja, also Soap, wie gesagt, eine ganz lustige, tolle Nummer. Du bist ein lebensfroher Mensch, grundsätzlich, oder? Ja, auf jeden Fall. Also ich habe schon, um es mit den Worten von Eros Atomus zu sagen, it's great to be alive. Ich habe schon sehr viel Freude am Leben. Sehr viel Schmerz auch dazu. Mhm. Aber ich glaube, wenn du die Schattenseiten hast, dann weißt du die Lichtseiten umso mehr noch zu schätzen, weißt du? Gerade in der heutigen Zeit, wo die war, wie war, genau. Und wobei hast du eigentlich schon recht früh mit Musik begonnen, eigentlich so auch dein ganzes Leben ist eigentlich von Musik geprägt. Ja, es gab nichts anderes, was ich machen möchte. Ich wollte Schauspielerin werden auch, das stimmt. Ich wollte Schauspielerin werden, das habe ich auch gemacht, beruflich auch. Mhm. Aber ich habe mit 15 angefangen, dann meine eigenen Songs zu schreiben. Und da wurde das für mich dann so ein bisschen, also nicht nur ernster, weil ich habe immer Singen über alles geliebt, aber da war es für mich, hat sich was verändert, weil ich dann auf einmal meine eigenen Geschichten erzählt habe. Und das ist so ein bisschen auch der Grund, warum ich es mache. Ich liebe Singen, aber ich denke so, es haben ganz viele Leute ganz, ganz tolle Stimmen und auch wirklich bessere Stimmen als ich. Aber ich schreibe halt und deswegen bin ich halt irgendwie auch Autorin und das so zusammen, ich muss das schon machen. Okay, also an der Stimme kann man ja immer auch noch arbeiten, also da gibt es ja auch noch Möglichkeiten, Gesangsunterricht zu nehmen. Was möchtest du mir damit sagen? Nee, wenn du sagst, die Stimme ist jetzt nicht so in deiner Hinsicht. Nee, also weißt du, es geht mir nicht nur um die Stimme, ja, also es ist nicht von wegen, ich mache den Mund auf. Weil du sagtest, es gibt noch bessere Stimmen, ne? Ja, ich meine, guck dir Whitney Houston an, weißt du? Ja, ja, klar. Oder Mariah Carey. So, das sind halt dann so Jahrhundertstimmen und da bist du so, es ist egal, was du mir vorliest oder vorsingst, so sei es dein Einkaufszettel, das klingt grandios. Klingt, ja. Und ich habe das Gefühl, das ist bei mir nicht der gleiche Effekt wie bei denen. Okay. Aber, und ich mache es aber trotzdem wegen des Schreibens wegen. Du, ich sage, jeder hat ja so auch so seine eigene Farbe und seinen eigenen Wiedererkennungswert. Und ich denke mal, wenn das rüberkommt, dann hat man ja auch schon was, ne? Ne? So sieht's aus. Richtig. Ja, erzähl mal ein bisschen jetzt so grundsätzlich nochmal von den Proben jetzt. Wie ist so der Ablauf? Ja. Jetzt habt ihr alle, jeder so seine einzelne Stellprobe und wie sieht's aus? Genau, ich glaube, ich war wirklich, Entschuldigung, wenn ich gehe. Kein Ding. Ich war nämlich wirklich die Erste heute. Okay. Ich bin hier heute Morgen um 8. Ich war um 9 schon hier. Und habe jetzt, was haben wir zuerst gemacht? Die Kostümprobe, glaube ich. Und dann geht's ins Vocal Coaching. Und dann ging's. Wir haben genau die Bühne besichtigt. War das heute? Nee, das war gestern. Man kommt gar nicht mehr richtig mit, weil so viel passiert, ne? Ja. Und genau, dann gab es im Kostüm die eine Probe auf der Bühne. Und das war halt natürlich total spannend. Und dann habe ich noch ein paar andere Sachen gemacht, die ich jetzt nicht erzähle, weil ich noch nicht so viel verraten kann. Okay. Aber das war auf jeden Fall ein übelst aufregender Tag heute. Und dann habt ihr euch alle so wieder getroffen, ihr 6 Kandidaten? Genau, alle sind da, gut verteilt hier über den ganzen Flur. Ist ja doch alles, denke ich mal, noch ein Stück weit unter Corona-Bedingungen auch, ne? Ja, ja, man ist leider natürlich für sich in seiner Garderobe. Es gibt jetzt keinen großen Aufenthaltsraum für uns alle zusammen, so. Aber jeder ist natürlich auch konzentriert dabei und es ist total schön, jetzt nach so langer Zeit alle auch wieder mal vor Augen zu haben. Voll schön. Richtig, richtig, genau. Und einer kann es leider ja nur werden, ne? Der dann die Fahrkarte nach Turin bekommt. Ja. Ja, du, aber weißt du was? Ich gönne es wirklich jedem. Mhm. Nee, es ist auch wirklich, die Auswahl, muss man sagen, wirklich schwer. Sind alle Titel aus meinem Gesichtspunkt sehr gut und von daher, ja, also jeder hätte es verdient, sage ich mal. Ne? Finde ich auch. Ja. Jetzt sehe ich gerade hier noch ein Foto auf der ESC-Seite, da hast du so ein Dino
auf der Hand. Ist das so dein persönlicher Glücksbringer oder was hat es mit dem auf sich? Der Song, ich bringe am 1. April eine EP raus und die heißt Thank You for Leaving. Und die erste Single von dieser EP, die kam jetzt vor die kam im Januar. Okay. Kam der erste Song von der EP raus und der heißt Dinosaurs. Und da haben wir, das ist ganz witzig, weil das Video von Dinosaurs, das musst du dir zuerst angucken und dann musst du direkt danach Soap gucken. Die gehen nämlich ineinander rein. Ja, okay. Also von Soap, da habe ich schon gesehen, da sitzt du ja an so einem Dinosaurier, der kommen auch welche drin vor, ne? Ganz genau. Und da haben wir halt den Song, den ich davor released habe, halt nochmal mit aufgegriffen, weil das bisschen, es ist eine Konzept-EP und ich möchte, dass die Songs alle irgendwie ineinander greifen. Und eigentlich wollte ich gerne so einen richtigen Kurzfilm dazu drehen, aber das ist nicht so ganz so. Aber wir haben sehr schöne Videos dazu gedreht, die sich irgendwo alle so ein bisschen selbst referenzieren. Die Idee finde ich gut, dass man da so eine kleine Story dann in den Videos dann wieder weitererzählt oder ein Gesamtes dann bekommt, ne? Voll, weil so ein, weißt du, eine EP oder ein Album, das ist ja so ein gesammeltes Werk. Richtig. Ja. Und, thematisch passt halt bei mir auch alles zusammen, deswegen wollte ich das so engmaschig wie möglich irgendwie zusammenhalten. Wunderbar. Ja, gibt es für dich jetzt speziell noch einen Glücksbringer dann? Ist das ein Glücksbringer, so ein Dino, oder der dir jetzt noch ein bisschen, oder ein Talisman, der jetzt für dich da wirklich noch Bedeutung hat? Witzigerweise habe ich ganz doll gelernt, also ich bin erstmal ein ganz tollpatschiger, schusseliger, vergesslicher Mensch. Ne? Ich habe so viele Dinge in meinem Leben schon verloren. Okay. Und deswegen habe ich irgendwann, und auch dadurch, wenn man viel reisen ist, ne, und du fühlst dich irgendwann überall zu Hause, aber du lernst halt auch, dass materielle Dinge irgendwie immer mehr an Wert verlieren. Und die einzige materielle Sache, die ich immer bei mir trage, ohne die ich mich komplett nackt und hilflos fühlen würde, das ist dieser Ring mit dem Herz an meiner Hand. Und solange der da ist, ist alles gut. Ist alles gut. Okay, na, achten wir da mal drauf am Freitag. Der ist immer da. Überall, immer. Wenn die Kamera, vielleicht wird ja die Kamera mal groß drauf zu, ne? Wer weiß. Ne? Vielleicht. Ah, genau. Und die Farbe Gelb fällt mir jetzt gerade auch auf. Hier Fingernägel gelb. Die Sonnenbrille hier hat auch einen gelben Touch. Die findest du auch ganz gut, die Farbe Gelb, oder? Ja, kommt gut doch, ne? Also mein Ding, mein Logo ist eher so orange gehalten, aber halt habe ich mal, das ist jetzt eher Zufall, aber mal so meinen gelbfarbenen Pulli da angezogen, genau. Voll cool. Deine Lieblingsfarbe ist gelb dann? Ich habe tatsächlich gar keine Lieblingsfarbe. Das ist eine ganz, finde ich, eine ganz schlimme Frage. Und wenn ich gezwungen werde, sie zu beantworten, dann sage ich meistens hellblau, aber dann kommt direkt gefolgt von, vielleicht doch rosa. Nee, vielleicht doch ein Pastellgelb. Okay. Weißt du, ich kann mich da wirklich nicht entscheiden. Ich liebe, weißt du, je mehr Farbe im Leben, desto besser ist es. Siehst du die Kette? Ja, auch schön bunt. Jawohl, genau, richtig. Dieser Ring, auch Regenbogen. Ja, ja. Nee, das ist doch gut. Also ich sage auch mal, ist alles eh so trist und grau. Von daher darf ruhig mal Farbe ins Spiel kommen. Ne? Unbedingt, in jeglicher Lebenslage. So ist es. Weil gerade wenn man jetzt wieder immer wieder so die letzten Tage hier im Fernsehen verfolgt, es ist ja schon sehr traurig. Wir wollen es jetzt hier nicht weiter ausdehnen. Ich glaube, da gibt es schönere Momente dann. Widmen wir uns lieber der Musik, weil die ja eigentlich eher vereinen soll, ne? Ja, gut, dass wir sie haben. Ganz genau, richtig, so ist es. Ja, jetzt, was bleibt uns groß noch zu sagen? Dir auf alle Fälle viel, viel Glück wünschen, viel Erfolg und auf hoffentlich ein tolles Ergebnis natürlich. Dankeschön. Ich wünsche dir auch einen richtig tollen ESC-Vorentscheidabend. Den wir haben. Wie guckst du den Vorentscheid? Du, ganz gemütlich mit Familie und ja,
dann dementsprechend. Ruft ihr auch an? Ich muss ja immer ein bisschen neutral bleiben, weil ich ja jetzt komplett... Nee, also aber generell. Generell, generell, klar. Ihr werdet voten. Ja, ja, natürlich, klar. Spannend. Ich bin auch gespannt, was sich tut und wie es ausgeht. Und glaubst du, dein Vote wird noch beeinflusst von der Live-Performance oder steht für dich schon jemand fest? Hast du einen Favoriten? Du musst dich, ne, äußere dich nicht dazu, wer das ist, aber... Wie gesagt, es ist schwierig. Es sind zwei, drei Nummern sind schon dabei, die wirklich in die engere Auswahl kommen würden. Und da wirklich zu entscheiden, Echt, ne? Schwierig. Hm. Ich bin froh, dass ich es nicht entscheiden muss. Nee, das glaube ich. Aber ich glaube, es fällt dann wirklich ein Stein vom Herzen, wenn man dann das Ergebnis dann vollends hat, dann, oder? Du, irgendwie auch egal, wer es wird. Mhm. Die Zeit war toll und auch schwierig natürlich mit allen Umständen. Es war ganz schwierig und ganz viel Positives und ganz viel Negatives ist gleichzeitig passiert. Es war sehr, sehr verrückte Zeit und das will man nicht missen. Ich habe schon den anderen alles so immer wieder vorgeschlagen. Sammelt euch alle zusammen und geht gemeinsam auf Tour. Das wäre doch was. Wow. Ich spreche mal gleich. Ich schreie das mal gleich den Flur runter. Mal gucken, was ich Das wäre doch was. So, ja, spätestens im Sommer dann so mal eine schöne kleine Deutschland-Tour, oder? Ja, ja. Ich gehe jetzt erstmal mit James Blunt auf Tour. Mit wem? Mit James Blunt. James Blunt, okay. Genau. Ja. Mit dem war ja Ding auch schon, mit Miley Harris, glaube ich, auch schon unterwegs, gell? Mal. Der hat mit dem auch mal gespielt. Ja, ich gehe mit James Blunt auf Europa-Arena-Tour. Oh, sehr schön. Ja, vielleicht klappt es ja mal. Vielleicht kann ich dich ja mal besuchen kommen. Ne? Musst du unbedingt vorbeikommen. Guck dir die Tourdates an. Das wird schön. Auf alle Fälle, wenn wieder alles erlaubt ist. Ne? Ja, genau. Unsere Tour findet statt. Ich glaube, es war ja sowieso das letzte Jahr oder die letzten zwei Jahre für Musiker irgendwo die Hölle, kann man sagen. Keine Auftritte. Ja, wirklich. Dir fehlt was in der Seele. Mhm. Also, das war echt schwierig. Mhm. Aber ich freue mich deswegen. Es geht alles wieder los und das wird ein schöner Sommer. Definitiv, denke ich auch. Also die Zeichen stehen gut, denke ich doch. Ne? Wie sieht es ganz kurz noch bei dir aus? Jetzt bist du komplett allein auf der Bühne oder hast du auch noch eine Band im Hintergrund sozusagen, die dich begleiten? Sagen wir mal so, ich bin nicht allein. Mhm. Mehr sagt. Okay, lassen wir uns überraschen. Ja. Schön. Tolles Bühnenbild wird es dann geben, so wie du es ja schon geschildert hast. Und ja, drumherum wird dann alles passen. Genau. Mhm. Spätestens am 4.3. wissen wir mehr. Genau. 20.15 Uhr, wann geht's los? 20.15 Uhr? 21 Uhr. 21 Uhr, genau. Du bist Startnummer? 4. 4. 4. It's been a day in 6 and 4 years. Sehr gut. Ja, gut. Dann, wie gesagt, habt noch schöne Probentage. Du auch, ich danke dir. Und alles, alles Gute nochmal, genau. Bis dann, ja? Genau, mach's gut. Mach's gut, ciao. Bis dann.